Nicola Scherak, NEOS, ist am Wort. Gemeint hat, dass diese Sticker der freiheitlichen Jugend politische Satire sind. Also ich verstehe unter politischer Satire was anderes. Ich finde diese Sticker einigermaßen widerwärtig und rassistisch. Man kann sie auch als politische Satire sehen. Das ist der FPÖ ja unbenommen. Ich dachte, dass die ÖVP vor kurzem auch mit dem Bundeskanzler gesagt hat, wo gewisse Grenzen sind. Ich sehe das auch als entsprechende Grenzüberschreitung. Mir geht's. Herr Kollege Fontenis, es ist ja auch Ihnen unbenommen, dass Sie das nicht so sehen. Ich sage Ihnen was. Ich glaube, was wir sehen in letzter Zeit in der Debatte um den ORF ist, dass wir immer wieder Einschüchterungen hören von Seiten der FPÖ einerseits, dann von der ÖVP, der Bundeskanzler, der einmal gesagt hat, die ultimative Form der Falschinformation, die der ORF angeblich berichtet. Wir kennen die Aussagen vom Stiftungsratsvorsitzenden Steger. Wir kennen die Aussagen grundsätzlich von Harald Walimski. Und gestern war für mich schon sehr irritierend. Ich sage Ihnen was, ich bin wahrscheinlich gleicher Meinung mit Ihnen, dass ich auch nicht ganz verstanden habe, wieso Armin Wolf ausnahmslos über diese Sachen Fragen stellt. Ich dachte auch, Harald Walimski wird eingeladen, um europapolitisch seine Vision hier kundzutun. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich habe auch nicht alle Fragen von Armin Wolf verstanden in dem Zusammenhang. Aber ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, dass ich einem unabhängigen Journalisten, wenn er mir Fragen stellt, die mir nicht gefallen und die ich nicht verstehe, so sagt, das wird Konsequenzen geben, so wie Sie Fragen stellen. Und das ist die Grenzüberschreitung, diese problematisch ist. Ich glaube auch, wir können lang und breit über die Finanzierung des ORFs diskutieren. Wir haben als NEOS da schon sehr früh unterschiedliche Vorschläge gemacht. Wir haben auch immer gesagt, dass wir nicht der Meinung sind, dass die Gebührenfinanzierung etwas ist, was dem 21. Jahrhundert entspricht. Sie wissen, an dem Gerät abhängig, das ist etwas, was nicht ganz logisch ist. Es ist so, dass das Konsumverhalten ein ganz anderes geworden ist. Aber ich finde, dass das Ganze nur dann sinnvoll und seriös diskutiert werden kann, wenn wir uns auf einen Konsens einigen, nämlich dass wir wollen, dass wir einen unabhängigen ORF haben. Und dazu brauchen wir mal eine ernsthafte Gremienreform. Dazu muss endlich dieses Prinzip, dass wir da alle parteipolitisch Leute hineinentsenden, endlich abgeschafft werden. In Deutschland funktioniert das bis zu einem gewissen Grad weitaus besser als bei uns. Ich halte, dass wenn wir damit anfangen, zuerst, dass wir uns einigen und einen Konsens erzielen, dass der ORF unabhängig sein muss und dass er parteipolitisch unabhängig sein muss und dass kein Einfluss passieren darf und vor allem auch keine Aussagen von Politikern, von wegen, das wird Konsequenzen geben. Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, diskutieren wir gerne über die unterschiedlichen Finanzierungsformen. Dann kann man zum Beispiel auch darüber diskutieren, ob es aus dem Budget finanziert. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich, wenn der Spitzenkandidat Ihrer Partei in einem ZIP-2-Interview sitzt und sagt, das wird Konsequenzen haben, dann halte ich die Möglichkeit der Budgetfinanzierung auch nicht für sonderlich sinnvoll und für zielführend, weil dann ist genau das nicht gewährleistet, dass Sie nicht den Zugriff, den parteipolitischen, auf den ORF weiterhin versuchen zu machen. Das ist das Problem. Einigen wir uns auf den Konsens, parteipolitisch unabhängige ORF, und dann diskutieren wir über jede Form der Finanzierung. Ich bin gerne zu allem bereit, das kann man alles beleuchten. So wird es nicht funktionieren. Betont Nicola Scherak von den NEOS, der ORF müsse parteipolitisch unabhängig sein.